Hallo Leute, da sind wir wieder. Nico hat sich umgezogen. Rar, sagt man nur. Ich habe jetzt einfach schon jetzt aufgenommen, ich wollte eigentlich nochmal ins Waffengeschäft und das war's eigentlich. Aber ich wurde jetzt gerade so oft angerufen. Dwayne zum Beispiel ruft an. Nico, man, I was out today and I saw this bitch coming out of Nail Place. She looked just like my old girl Cherise, the one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man. I could have sworn it was her. Sorry, man. She's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. So, Dwayne hat uns nämlich angerufen und dann kamen halt noch ein paar Leutchen. Ach, das ist ja auch am Arsch der Welt. Na gut, dann machen wir eine Frankie-Dingenskirchen-Mission oder wie auch immer der heißt. Mary hat mich angerufen, Michelle hat mich angerufen. Und bevor ich das jetzt alleine mache, dachte ich mir, ja, dann holen wir halt jemanden. Also nehmen wir jetzt schon auf, sodass wir uns anrufen können. So, machen wir gleich die Webcam wieder an. Ich will bloß immer sicher in die Kurve kommen. Ja, da sind wir. Hallo. Alles klar bei euch. Merkt ihr, wie hässlich das ist mit meinen zwei Vorhängen? Ich habe nämlich zwei geteilte Vorhänge. Den roten und innen, der aussieht wie Stein. Ja, eigentlich sollte man das ja nicht sehen, aber es lässt sich halt nicht anders machen. Hey, wir werden anrufen. Michelle! Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. Ja, machen wir noch. Später, nicht jetzt. Natürlich, Michelle. Jetzt ist die Frage, was wollte Mallory? Mallory wollte mich ja auch anrufen. Wir könnten Mallory eigentlich auch selber anrufen, aber naja, ich meine, warten wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Weg vor uns. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ach, das Auto ist schön. Das ist schön. Wupp, wupp. Lasst mich durch. Oh, ich muss bremsen. Oh, man. Ach, dreckig. Genau das wollte ich nicht. Das ist Mallory. Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. Niska, there was always something funky about her. I'm real sorry. Ah, gut. Wenigstens entschuldigt sie sich. Ist ja nicht so schlimm, Mallory, du konntest ja nicht dafür. Können wir da drüber springen? Ein cooler vorgestellt. Ein paar weniger Überschlägen, aber war schon in Ordnung. Kinder zu Schaden gekommen. Alles cool. Gut, jetzt haben wir eigentlich die Leute angerufen, die anrufen sollten und wollten. Darum Waffengeschäft. Den komischen McCreevy-Typen. Dann weiter gucken. Player dürfte jetzt ein bisschen sackig auf uns sein, war, weil wir seinen Laden da jetzt hops genommen haben. War ja fast sein Laden. Hier in dem Tattoo-Studio? Ist das richtig? Ja, das sieht auf jeden Fall richtig aus. Ach nein, du sollst dich da nicht mal dranhängen, du Armleuchter. Natürlich sind wir cool. Was kannst du mir denn bieten? Gucken wir doch einfach mal. Hier, wie wert mit Mikromuni. Sehr schön, voll aufgefüllt. Die brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Okay, ist nicht am Start. Die haben wir aber, oder? Ja. Okay, haben wir so viel geholt, wie wir konnten. Sehr schick. Nee. Ja, dann nehmen wir gerne noch ein paar. Waffe zu betrachten. Nee, dann nehmen wir doch lieber die hier. Alter, 5 Patronen für 800. Ja, du hast das ja drauf, ey. Ist immer scheiße teuer. Und eine Weste kaufen wir uns. Siehst du, jetzt sind wir perfekt drauf vorbereitet auf alles, was jetzt kommt. Hoffe ich. Wir wissen es zwar noch nicht, aber ich hoffe es. So, drücken wir auf Start. Denn jetzt bitte zum Francis. Was habe ich gesagt? Frankie, wa? Na gut, dann heißt es halt Francis. Francis, Frankie, alle im Namen soll's. Korrupter Bolle! Obwohl, wir wissen ja noch nicht, was er getan hat, aber korrupter Bulle! Blöde Sau, wegen dir muss ich jetzt Arbeit machen. Und hier rum. Ja, natürlich. Schick. Na, siehst du, langsam kommen wir doch ein bisschen schneller durch die Stadt. Na, wir machen den Scheiß hier. Können wir Michelle treffen? Wenn die gleich am Start ist? Warum nicht? Fahren wir vor mit dem geilen Auto.
Na komm, fahren wir einfach hin. Was soll's. Wup, wup. Hey. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But your damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute? Eat my ass, buddy. I'm up for the promotion, and you're not. Lada. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellique, quite a file, quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Hmm. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey. Welcome to America. Baskala Stara Dejava. Bushka. Bam! So sieht's aus. Begib dich zu Oleks Apartment in Hove Beach. UL Paper. Ich weiß immer noch nicht, was UL Paper heißt, aber wahrscheinlich ist die Firma UL Paper oder so ein Shit. Okay, na dann wollen wir da mal hingucken. Wir nehmen den gelben Pfad und nicht den grünen. Was den grünen ist, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt immer noch den komischen Pistolenladen. Ah, nee, stimmt, das war Dwayne. Da wollten wir hin. Francis. Frankie, Francis. Merkt man, dass ich krass schlecht im Namen merken bin? Vielleicht ein bisschen, wa? Ach, wir haben schon lange nicht mehr hupen. War das schön, Leute, war das schön. Muss doch mal hupen. So ganz Herz allerliebst. Ups. Entschuldigung. Ey, die haben mein Auto repariert in der Zwischenzeit. Also jetzt sieht man es vorne nicht mehr, aber hinten ist wieder alles leuchtitastisch am Start. Oh, eine neue Brücke. Neue Insel, Leute, neue Insel. Nö, alte Insel. Voll öde. Ja. Oh. Ja, so ist cool, so ist cool. Das merkt man auch, wenn man an den Leuten vorbeifahren muss. Da nicht. Get to the chopper. Oh, oh. Nein, da muss ich runter, da muss ich runter. Ich hätte meine Haut fast verpasst, der Elfwort. Vor allem kann er auch so nicht mit. Der muss erst nicht von ihm. Weg da! Zieht den nicht mal kaputt! Ah, da fehlt ich kaputt, weißt du? Boah! Echt traurig. Bums. Brucey, was ich mit deinem Auto mache, tut mir leid.
5 alles kaputt. Nein, Fresse, ey. Die können ja alle nicht fahren. Warum sind hier so viele Autos? Bitteschön. So viel muss. Fahren Sie weiter, Officer. Es ist nichts passiert. Ihr habt nichts zu sehen. Kann ich da jetzt auch mit Auto ranfahren? Leider nicht. Okay. Dann steigen wir aus. Gucken wir uns um. Nehmen schon mal eine Waffe in die Hand. Und ich mach mich weg. Kehrst du raus, oder was? Mr. Minkov? Anybody here? What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Suche im Computer nach Informationen. Ups, da habe ich das Handy aufgeschlagen. Okay. Dann gucken wir mal. Web. E-Mails. Neue E-Mails hat er nicht. Guck mal, ich werde mit Treffen, wenn wir uns jetzt Treffen durchlesen. Ach komm schon, das ist doch verrückt. Du wirst nicht von Regierungsspionen beobachtet. Dein Telefon ist nicht verwandt. Du musst kein Wasser aus der Flasche trinken oder aus Dosen essen, weil dich jemand vergiften will. Begreif das doch endlich. Aber natürlich möchte ich mich mit dir treffen. Du findest mich später vor dem Juweliergeschäft in der Tulsa Street. Tschüss, Vassili. Ich kann dir keine weiteren der gewünschten Informationen geben. Ich habe meine Kontakte am Kaspischen Meer abgemeldet, aber nur erfahren, dass die Adressen nicht länger existieren. Die Firmen, nach denen du gefragt hast, gehören außerdem anscheinend Dachgesellschaften, die wiederum Dachgesellschaften gehören. Wenn ich das Geld zurückverfolge, lande ich entweder auf den Kaimaninseln oder in der Schweiz, in einer Sackgasse. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Was ist das? Es ist uns so angekommen, dass Sie vorhaben, ein Manuskript voller Irrtümer und Anschuldigungen zu veröffentlichen. Ein Klient, der nicht genannt werden möchte, wird Sie wegen Verleumdung verklagen, sollte dieses Manuskript hier herausgebracht werden. Geben Sie dieses Unterfangen auf. Hochachtungsvoll, Larry Ringler, Rechtsanwalt. Okay. Damit habe ich jetzt Spur. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkov. Whoa, killing is very different from gathering information. You're acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkov, then call me. Besorgt ein Fahrzeug und fahr zum Juweliergeschäft. Natürlich, mache ich. Steh mir bitte nicht im Weg rum. Danke. Na dann, ab nach rechts. Genau, so ist schick. Ich finde schade, dass es hier kein Bingo-Geschäft gibt. Bingo ist so Standard. Da haben wir das Juwelier-Geschäft. Javelerie. Ah, Javelerie. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. Окей, versuch Олег nicht entkommen zu lassen, erledigen ihn. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt schnappen sollen oder ob das auch wieder gescriptet ist. Dann gucken wir ihm jetzt einfach mal hinterher. Boah, hart, du blöde Drecksau. Gut, dass ich mir ein schnelles Auto genommen hab. Ich hoffe, das hält doch noch eine Weile durch. Bombs. Komm her, du Sau. Komm her. Wenn jetzt gleich irgendwann auskippt oder so ein Scheiß, dann wissen wir, dass das gescriptet ist. Das ist gescriptet, sonst wäre er nicht so schnell. Den sein Auto ist niemals schneller als unser. Ja. Den müssen wir ein bisschen hinter dem herfahren. Ist ja nicht schlimm, oder? Boah, hat er den armen Typen einfach weggeknüppelt. Sieht er ja nicht, du Sau. Wuhu, Verfolgungsjagd.
Können halt so krass gut bremsen, ne? Weg da. So ein Typen verfolgen, wisst ihr? Kann ich nur auf Menschen achten. Alter. Ich meine, ja klar, der Taxi hat mir gerade geholfen, die Kurve besser zu kriegen, aber trotzdem heftig. Dieses Strecke ist blockiert, geh rum. Oh, du Drecksfix. Okay. Bin dabei, ihm zu folgen. Da haben wir noch wieder. Die Newton Facili. Alter, was? Das war wohl kein gescriptetes Auto, sonst hätte er den nicht so weggeschoben. Warte doch, dass er einen Fehler macht. Aber anscheinend macht bloß ich die ganze Zeit Fehler. Das war scheiße. Lass sie mich doch einholen. Das wäre schön. Oh. Der kann aber auch gut fahren. Lass muss dich doch einholen. Wie schnell der fährt. Ach, jetzt ist er nicht mehr scripted. Merkst du, ha? So einfach ist das. $6,500 sieht man da. Und der kann mich jetzt nicht mehr bewegen? Ach, mein Controller ist... Warum ist denn mein Controller schon wieder ausgegangen? Nervt doch. Minkoff ist dead. The country is safe. Not by a long shot, Spothead. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Das war eine Mission. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Tut mir leid. Nehmen wir aber gleich zu. Einmal drüber gefahren. Eiskalt. So, gehen wir mal zu Francis. Vielleicht machen sie mir das Auto auch wieder ganz. Ey, du musst nicht hier lang. Du musst nicht hier lang, du Arsch. Ich hab zwar Blut von dem Typen an der Räder, aber du musst nicht hier lang. Let's go to my office. Okay, that's it, Jimmy, sir. You're undercover. Upsy-daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. Oh, I could use a drink. You? No. Oh, the motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? Now, people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. This big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough. Sorry. The guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him.
Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Then, you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Ich hab einen. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Begib dich zu einem Internet-Café. Entschuldigung, ich hab gerade ein Stück Mandarine in der Mund. Im Mund. Ja. Also wie gehen wir zum Internetcafé? Wisst ihr jetzt nicht, ob wir jetzt trotzdem noch einen Anzug kaufen müssen? Weil theoretisch hätten wir ja schon ihn an. Außer natürlich, das gilt jetzt nicht als Anzug. Oh nein, nicht auf dem Dach bleiben. Nein, nein, nein. Oh, komm. Ampel bleibt rot, Ampel bleibt rot, Ampel bleibt rot. Da mein nächstes Auto. Dankeschön, liebe Ampel. Mach's gut. Schade, dass jetzt Lucy's Auto ein bisschen kaputt ist, aber immerhin haben wir jetzt ein neues. Das Schwarz ist so schöner als das Orange, oder? Müsste dazu gehen, finde ich nämlich auch. Oh. Alter! Ich hab fett Gas gegeben, als ich rückwärts gerollt bin. Hat mir nichts gebracht. Ich hätte die Räder ja durchdrehen müssen, aber nö. So, dann gucken wir mal in die E-Mail. Computer. Computer, sag ich doch. Den Quatsch, warum? So, Web. 5 E-Mails. Alter, was ist denn passiert? Bitteschön. Ach, Bruce ist schon wieder. Auf der Straße spricht man vom tollen Patriot. Nein, löschen. Tschüss. Den kann ich immer noch nicht löschen. Scheiße, Michelle hat für jemanden gearbeitet. Fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis später. Könntest du dir sagen, dass du ein Vollidiot bist und mich nie wieder mit einer Kamera läuten oder Kopfstockung bist? Ach, sehr schön. Berufliche Chancen. Hallo, Bellic Nico. Wir brauchen einen Anbieter, der liefern kann. Biete 5000 für die Vermittlung eines Anbieters, der zuverlässig liefern kann. Kontaktdaten des Anbieters benötigt. Wenn er alles, was ich brauche, zuverlässig liefert, zahle ich Ihnen umgehend $5000. 1800 PS Presslufthammer. Hirnwarper Generation. Vierdimensionaler Warp Generator. Hashtag 524 bla bla bla. Armbanduhr. Oder mehr Adaptersicherung, wenn vorrätig. Enthält Bauelemente den Induktionsmotor, 2 bla 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 bla. Wenn sich Ihr Anbieter als zuverlässig herausstellt, schulde ich Ihnen $5000. Mhm, natürlich. Girly Girls 443. Sehr geehrter Herr, sehen Sie, warum Millionen geile Singles uns als beste Site gewählt haben? Um ein Baby zu kaufen. Männer und Frauen in ihrer Nähe wollen sie noch heute kontaktieren und dann bestellen sie Babys über das Internet. Sehen Sie sich unsere umfangreichen und aufschlussreiche Bilderdatenbank an. Kostenlos. Babys overnight. Nein. Ich habe gerade diese Webcam bekommen und muss einfach für sie strippen. Was? Okay, hier, guck mal, Roman kann ich nur nochmal löschen. Brotzi, warum kann ich Brotzi nicht löschen? Das nervt mich. So, wirf doch mal einen Blick auf Goldberg and Scheister. Geh auf Karriere. Ja, Lebenslauf senden. Mein Beruf an die Spitze, Erfahrung, Bellic und Bellic Rechtsanwälte und Partner, mediterranes Schifffahrtsunternehmen, Balkanfriedensgruppe, Ausbildung, Vespucci-Universität für Jura. Sehr cool. Captain des Sportschützenteams. Lebenslauf senden. Komm, machen wir einfach. Danke, dass Sie uns Ihren Lebenslauf zugeschickt haben. Wir melden uns bald möglichst mit weiteren Informationen. Alles klar, das war's dann für uns. Zack, verlasse das Internetcafé. Anwaltsfirma. Gut, die werden uns jetzt wahrscheinlich anrufen. Hoffe ich. Sonst hätten wir jetzt noch Elisabetta und den Uwek. Wird jetzt zu Elisabetta gehen, weil die wird pissig auf uns sein. Das wird mir doch schon ganz gerne geben. Oh, Francis wird angerufen. I've sent off the application.
I've always wanted to be a lawyer. You can be whatever you like. It's the land of opportunity. Any fool can become president, all when you hear about the interview. Jeder Idiot kann Präsident werden, sagt er. Ob das nicht in den heutigen Zeiten mehr stimmt als sonst? Ich denke doch. Webcam kommt sofort wieder. Bäm! Da haben wir sie. Erstmal fett auf den falschen Knopf gedrückt. Zack, Aufnahme gebrochen. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So, wollen wir noch eine Isabella-Mission machen? Oder einfach nur gucken, was sie zu sagen hat, die alte Scheibe. Racke! So, hier schön bremsen, hier rinfahren und hüpf. Anwaltsfirma, Anwaltsfirma, Anwaltsfirma. Mr. Bellick, this is Karen from Goldberg, Ligner and Scheidt. Noch eine Karen. We'd like to arrange an interview for you at the earliest convenience. Come into our offices at noon tomorrow. Is that all right? I can free that period up in my schedule. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Okay, Samstag um 12 Uhr, natürlich. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. Smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business and get the files. So. Wir haben also bald ein Interview, das heißt, ich werde die Folge vielleicht doch schon jetzt beenden. Dann ist mal ein bisschen kürzer, die andere war ein bisschen länger. Ist ja nicht schlimm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum Interview wieder. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen!